Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir sind wieder als Fordenschleit unterwegs und zeitgleich tue ich auch die Station vorstellen. Wir sind heute in Arcadia Zroy 2012. Warum 2012? Die Szenerie bekommt ein Update, beziehungsweise ein Klon davon. Das ist dann, glaube ich, 2020 oder 22, glaube ich, heißt es dann, wo das hier alles modernisiert ist, wo das hier nicht mehr mechanisch ist, aber wir schauen uns heute mal die 2012-Station an. Die Szenerie an sich ist komplett fiktiv, die gibt es nicht wirklich. Sie ist basierend auf den wunderbaren Strecken von Schottland und England, gemäß der Beschreibung. Es gibt auch im Forum eine fiktive Geschichte zu dem Ganzen, wie das kleine Dörfchen hier die Station bekommen hat. Industriegeschichte bezüglich dem Anschlussgleis, wie es einmal stillgelegt worden ist, erneuert worden ist und so weiter. Das ist doch wirklich nett, dass man da so eine Art Backstory hat. Die Station selber ist ab Level 8 zu machen. Sie ist nicht unglaublich schwierig, aber es gibt ein paar Sachen, die man hier zu beachten hat. Die Strecke an sich ist zweigleisig. Da hinten kommen zwei Gleise rein. Und da vorne und auf der Seite da hinten haben wir noch einen eingleisigen Anschluss, der weggeht. Den schauen wir uns dann gleich noch an. Hier ist der Bahnhof selber mit den vier Bahnsteigen, also diese erhöhte Grünfläche, ich nenne es mal so, ist der Bahnsteig. Einmal hier, einmal da, da und ganz da hinten. Wir haben da hinten auch noch einen Wasserkran, den wir nicht nutzen können. Dampfloks sind ja noch nicht existent. Und wir gehen jetzt mal in die andere Richtung nach hinten. Also das Bahnhofsgebäude an sich. Überschaubar. Wir können uns mal kurz dahinter umsehen, ob es da was Nettes zu sehen gibt. Nicht so viel. Da ist eine Laderampe, das kleine Dörfchen hier. So, gehen wir wieder zurück. Der nächste Wasserkran hier. Und wir haben hier sowohl moderne Signale als auch wie alte. Hier haben wir noch eine kleine Industrieabstellung, nicht elektrifiziert, mit Gleissperre hier von Hand. Ja. Ja, kann ich gar nicht aufmachen. Ah, interessant. Doch, geht. Ne? Kann ich es auch wieder zumachen? Dankeschön. Södere, schauen wir uns das hier hinten mal kurz an. Hier hat es ein bisschen Kohle und wenn ich mal die Begrünung hier so ansehe, dann ist hier schon länger nichts mehr reingefahren. Ist wohl eher disused, aber ihr könnt es natürlich nutzen, wenn ihr wollt. Noch mal kurz hier raus. So, muss ich mal kurz schauen, wo sind sie denn? So, da hinten sind die Ausfahrsignale, die sind recht weit hinten. Also der Zug braucht da auch mal ein bisschen Weitsicht, damit ihr die hier sieht. Sieht aus wie so eine kleine Dieseltankstelle. Fehlt eigentlich nur noch das Zubehör dazu hier auf dem Gleis. So. Und dahinter, es ist von hier aus ein bisschen versteckt, ist das andere Stellwerk hier oben. Okay, und dahinter das Einfahrsignal aus der Richtung. Schauen wir uns mal die Stellwerke an. Wir fangen mal mit AR1 an. Das ist quasi das linke Stellwerk, das wir jetzt hier gerade gesehen haben. Da sehen wir wunderbar die Einfahrt hier. Zur rechten Seite haben wir die Brücke. Und ansonsten sehen wir da nicht sehr viel. Auch die Signale sieht man nur so halb, aber das reicht. Das hier ist unser Pult. Relativ überschaubar hier. Also da gibt es Schlimmeres. Und zu dieser Ansicht zeigt, was gesagt, im Originalen ist in dem Stellwerk hier drin eine andere Ansicht. Ich habe das geändert, dass ich diese Ansicht habe. Im Originalen sieht man nur diesen Abschnitt hier und der ist dann auch noch verdreht. Und ich kann damit nicht so wirklich arbeiten. Also man sieht da quasi hier so die Gleisbeschriftung noch und das war's. Man sieht hier nicht das Ganze. Ich habe das angepasst, dass ich hier die komplette Übersicht habe, damit ich hier nicht ständig umdenken muss. Also hier sehen wir das auch nochmal, die zwei Anschlüsse, die wir gerade vorher gesehen haben. Und hier geht die eingleisige Verbindung weg. Da ergibt sich auch gleich schon der Anschlussname. Das da unten, Redlin Sudeikis RS, das ist MA, das ist glaube ich IL, ich muss gerade mal nachgucken, na IS und MA.
Also das da hier hinten. ES. Okay. Ab in das andere Stellwerk auf der anderen Seite. Das ist die Hebelbank hierzu. Da haben wir ein paar mehr Signale. Aber ansonsten auch überschaubar. Die Kollegen haben wir hier noch, die ja speziell zu bedienen ist. Das habe ich ja schon in einem anderen Video mal gezeigt. Das ist ein bisschen ein Krampf, aber ist halt wie es ist. Schön wird es, wenn die mal irgendwann mal eine Störung haben. Ist mir aber Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert. So, was kommt noch dazu? Wir haben drei Spawns. Das wäre einerseits Tor 13, IZT, Triebwagen Tor 15 für eine einzelne Lok. Und Tor 13, das ist, wenn man hier raus sieht, dieses Gleis da. Und Tor 15 ist dieses Gleis da. Ist da hinten ist auch so ein ehemaliger Industrieanschluss. Die eingleisige Verbindung, die geht hier hinten weg. Und der C-Spawn, soll ich am besten hier, hör so auf da. C-Spawn ist hier oben. Wenn da ein Personenzug reinspawnt, das ist schon die erste Besonderheit, und der fährt entsprechend mit einem Personenfahrplan weg, dann müsst ihr mit dem ein Manöver machen. Das Einfachste wäre von daher, dass ihr den da hier rausschickt, bis hier W5, oder gibt es einen schriftlichen Befehl, dass er über W5 fahren darf und dann zurück auf, was weiß ich, Gleis 1 oder Gleis 3. Ihr seht auch anhand der Pfeile schon, in welche Richtungen hier auf den Gleisen ausgefahren werden kann. Auf Gleis 5 geht es in beide Richtungen, auf Gleis 3 auch, auf Gleis 1 nur in diese Richtung und auf 2 und 4 nur in diese Richtung. Zumindest auf normale Art und Weise. Habt ihr es also im Hinterkopf. Gut, das mal zu dem. Wir gehen mal wieder raus. So, wenn die da hinten hier spawnen, dann ist das eigentlich hier soweit richtig eingestellt, beziehungsweise für den Triebwagen. Wenn der Kollege von da unten kommt, dann müsst ihr jetzt hier mit den Handweichen spielen. Und nicht vergessen, ihr habt so eine Gleissperre. Also idealerweise fährt ihr da einfach durch, geradeaus hier rein. Das da unten ist Gleis C. So. Schauen wir uns, beziehungsweise ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich schon einen Fahrplan bekommen habe. Ja, habe ich tatsächlich. Aber bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Hier haben wir so ein Anschlussgleis. Geht nach da hinten weg. Und ich meinte, kurz nach diesem Tor hört das Gleis auch schon wieder auf. Ja, mal sehen. Ein bisschen geht's noch. So, hier ist dann vorbei. Also damit kann man nicht wirklich was anfangen. Jetzt auch kein Prellbock. Also wenn ihr irgendwas auf dem Gleis machen solltet, dann aufpassen. Aber ich denke mal nicht, dass da was reinkommt. Beziehungsweise allerhöchstens vielleicht hier vorne was abstellen, ohne dass man hier hinten zu weit reinfährt. So. Wunderschöner Wasserspeicher hier. Passt wirklich gut hier in die Landschaft rein. Gebt euch mal den Knick da. Naja. Und dieses Gleis hier hinten, glaube ich, geht auch nicht sehr weit. Das ist überschaubar. Geht da auch nochmal über die Straße. Ah. Straße geht hier unten drunter. Good to know. Genau, also mit dem Gleis kann man noch ein bisschen mehr machen. Hört sich hier auf. Da die Industrie, kann man nicht. Oder sich Bäckerei, Kleinindustrie, was auch immer. Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Könnt ihr da irgendwas Tolles hier abstellen. Und jetzt sieht das aus, als wenn da doch noch vielleicht ab und zu mal was reinfährt. Das ist ja jetzt nicht so erwachsen. Ja, zum Beispiel vielleicht mit einem Holzzug hier rein. Ab der FDL ein bisschen was zu tun. Hinten geht das Ganze wieder zusammen. Und dann kann man dann entsprechend umsetzen. Ja, das ist eigentlich soweit zu der Station. Ich glaube, ich tue mal kurz ein bisschen cheaten. Als Fahrdienstleiter müsst ihr auch da nicht wirklich abstressen, wenn der Zug reinkommt. Es gibt auf beiden Seiten, sowie auch auf der eingleisigen, einige Langsamfahrstellen. Also bis der Zug bei euch in der Station ist, dauert es hier einen Moment. Also ihr habt da genügend Zeit. Stressig wird es dann eher, wenn von beiden Seiten die Sachen kommen und das Bahn noch offen ist. Aber das ist immer mein Tipp. Macht den Spawn zu, wenn es in der Station stressig wird. So, da die eingleisige Verbindung. Da das zweigleisige. Und damit ihr da mit einem schriftlichen Befehl gleich noch eine Hilfe habt, wenn ihr den hier dort rausschickt. Ich glaube, das ist hier Gleis Nummer 3 hier. Da ist W5.
Und dann könnt ihr zum Beispiel die Erlaubnis geben bis bei der Fahrt Kilometer 30.2. Das ist genauso kurz vor dem Signal. Das sollte eigentlich in den meisten Fällen ausreichen. Ansonsten muss er weiterfahren, zum Beispiel 30.1 als nächster Kilometerstein da hinten. Jo, das wäre das Wichtigste. Ich würde sagen, ich werde mal die Spawns aufmachen. Mal schauen, was zuerst kommt. Und dann warten wir auf die nächsten Züge, wie immer. Ihr müsst nicht warten, ich schon. Und dann schauen wir mal, dass das hier eine ruhige Schicht wird. Also, bis gleich, liebe Leute. So, wir wurden für die Eingleisige angefragt für den nächsten Zug. Der Zug ist 65351. So. Das ist der Zug hier, ein MPE von RS nach IS. Okay, dann machen wir jetzt mal hier gerade den Spawn zu, weil ich will dann keine Störung haben, wenn der kommt. Also, RS nach IS, einmal da links rein. Ich denke mal, wir lassen den auf Gleis 1 einfahren. Das heißt, von Signal A nach 1. Da werden wir also mal ein bisschen was machen müssen. A auf die 1. 1, 3, 4, 7 und RG1. 1, 3, 4 und 7. Das wären schon mal die Kollegen hier. 1, 3, 4 und 7. Drückt mal Minus. Ah, na. Zuerst den hier. Minus auf der Num-Taste gedrückt halten und einmal hier drauf. Und wir brauchen RG1. Wo ist denn das? RG4, RG2. Da, RG1. Für die Weiche Nummer 9. Okay. Auf die 1. Und mehr machen wir erstmal noch nicht. Denn der hat für den Block noch gar nicht angefragt. So, und wenn wir ja Zeit haben, kann man das Ganze nochmal kurz kontrollieren. Das ist dieses Gleis hier. So, das passt. Das passt auch. Wir haben nach wie vor das Problem mit den Zungen, dass die da nicht ganz dran sind. Ich hoffe, das wird mal behoben. Aber das passt. Das auch und das auch. Sehr gut. Ein bisschen mehr hätten wir jetzt ziehen müssen. Wären dann noch weiter runtergefahren. Das werden wir dann spätestens bei dem TME machen. Den werden wir auf das Gleis ganz unten hinschicken. Damit er uns da nicht im Weg umgeht. Okay, das war das soweit. Gehen wir wieder rein in die Hütte. Planmäßig um 18.04 Uhr. Schauen wir uns mal seinen Fahrplan an. Der ist in Neckar, Vitonia, 17.54 Uhr. Wird der seine Abfahrt haben. Dann zu uns. Er hat noch Takovici, Gutkobo und sein Endziel um 18.40 Uhr in Lapano. Ich bin am Überlegen, ob ich für das Video die ganze Zeit hier den SWDR mit einblende oder ob ich euch hier in-game einfach mal so die Ankünfte anzeigen lasse. Das glaube ich wäre auch eine interessante Ansicht. Ich meine, SWDR, das kennt ihr ja eh schon auch von den anderen Videos. Mal schauen, vielleicht mache ich so eine Art Wechsel. Also, gebt nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wieder mehr zu tun ist. Tja, und da gibt es leider schlechte Nachrichten, denn in SWDR hat er mir gerade geschrieben, der ist gecancelt. Der ist offline gegangen, aus welchem Grund auch immer. Ja, ihr seht jetzt gerade schon links die Anzeige. Eventuell lasse ich nur die hier drin oder ich wechsle einfach so durch. Ich glaube, das ist eine schönere Ansicht hier. Man sieht trotzdem nur ganz gut was vom Stellwerk. Da gerne mal Feedback in den Kommentaren, was ihr da von dieser Anzeige hält. Ich habe das schon mal drin gehabt in älteren Videos, in ein bisschen abgewandelter Form. Ich finde die Anzeige noch ziemlich nett. Sie hätte auch noch eine Anzeige für den Bahnsteig, aber da weiß ich nicht genau, was man da im Fahrplan reinschreiben muss, damit es dann richtig angezeigt wird. Naja, gut. Als nächstes haben wir diesen TME-Zug, der kommt ebenfalls von der Eingleisigen. Und da werden wir sagen, der fährt nicht da runter, sondern fährt auf Gleis 5. So, da werden wir die Weiche Nummer 9 schon mal brauchen. A auf die 5. 1, 2, 4, 7, 9 und 11 alle beide. Und RG2. So. 11 alle beide. RG2.
Das können wir auch hier nochmal kontrollieren. Mit dem Kollegen da. Da steht leider der Masten so blöd davor. Also man kann es erkennen. Gut. Auf die 5, auf die 5. Südele. Dann wären wir da schon mal ready und warten, bis der sich ankündigt. Ich meine, immerhin eine Verfrühung von 32 Minuten. Ist er denn schon? Rogo kommt als nächstes oder ist gerade. Und dann gut Kobo. Und dann Strelze Kojaski. Hat jetzt Roy. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, haben noch ein bisschen Zeit. Es ist 17:56 Uhr. Und ja, währenddessen schauen wir weiter. Wir machen das Spawn wieder auf. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie ihr hört, es klingelt. Es ist Shermin. Da haben wir hier ein APM hier drin. Und Shermin hat mich nicht mal gefragt. Mr. Milan, jetzt verkauft Simrail. Ja gut, was soll's. Warte mal, 18:29 Uhr. Wann fährst du von Shermin weg? 18:16 Uhr. Lass uns mal durchgehen, aber normalerweise wird hier gefragt, ne? So, dann können wir das gerade wieder alles umplanen, weil das ist ein APM, das heißt Dieseltraktor. Nach IS. Das heißt, die Übung hier. Achso. Hab ja schon. Die Übung. Hallo. Die 9. Ah, die Hitbox manchmal, die ist schon ein bisschen doof. So, wir brauchen wieder RG1. Und 11 AB. Und 11 CD. So, dann auch die 1. Jetzt können wir das hier machen. Ich glaube, das ist mir trotzdem nicht nehmen. Das ist Level 13, ne? Ach komm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu gut gelaunt, dass ich jetzt da schreibe. Aber wenn das nochmal macht, dann werde ich ihm schreiben. Das muss ich erst gar nicht annehmen. Passt. Einfahrt hat der Kollege auf Mais 2. Nee. 1. 2. Das passt auch, dann wäre unsere Arbeit hier erledigt. Sehe ich nämlich das Einfahrsignal von hier? Ja, nicht so wirklich, ne? Gut, aber die Einfahrt wird gut aussehen. Und wow, was für eine Seltenheit. Dieseltraktor bei uns. Fährt weiter nach Vola SZ. Wir können nochmal ins andere Stellenwerk schon mal reingehen. Das wäre dann Signal G. Nach IS. Das würde ich nicht sehr viel brauchen. Was gar nichts. Ja, wunderbar. Und dann straight nach draußen. Warte, bis wir da sind. 3 Minuten steht er ja hier. Und gut. Ich habe übrigens das rausgefunden mit der Plattformbeschriftung. Wenn man das bei den Zügen macht, das sieht aber doof aus, dann hat man überall das Ausrufezeichen. Obwohl eigentlich gar nicht so viel los ist. Also das sind dann diese Beschreibungen, zum Beispiel 5-5. Ich bin mir nicht sicher, was hier das Gleis ist und was die Plattformseite ist. Aber so habe ich es zumindest bei mir zum Anzeigen gekriegt. In der Anzeige, die ihr da links unten seht. Aber ich habe das mit der Plattform ausgeblendet. Weil, ich glaube, ich will das jetzt nicht bei jedem anzeigen lassen. Oder eintragen. Das irritiert meinen Fahrplan. Also, können wir uns das sparen. Das wird zwar nice aussehen. In der Ansicht da links unten. Aber nee. Das muss jetzt nicht sein. Gut, AR. Muss ich nochmal kontrollieren. Das ist in Ordnung. Das da unten ist. Moment. Naja, das ist gleich weiter. Da hatte ich gerade einen kleinen Hirnfurz. Das passt. Die Weiche passt. Die da hinten auch. Jo. Okay, gut. Dann machen wir noch einen kleinen Cut, bis er dann hier ist. Und dann schauen wir weiter, was ist jetzt los? Nix. Okay, also bis gleich. Da, der Kollege ist da.
So, der hat seine Abfahrt um 18.32 Uhr. Dann können wir uns eigentlich schon mal um die Ausfahrt kümmern. Nach Wola SZ auf IS. IS, Wola, wo bist du? Wola SZ. Einmal klingeln und Hallo sagen. Na, Wola? War da eigentlich nicht ein Fahrplan? Fährt von mechanisch zu mechanisch. Wola angenommen. Sehr gut. Und unser TME, der verfrüht war, der ist leider verschwunden. Und ich sehe gerade, meine zweite Anzeige hat sich aufgehängt. Muss man leider im Browser immer offen lassen, sonst bleibt hier irgendwas stehen. Gut. Ich meinte, der hat hier erstmal keinen Halt, bevor er hier reinfährt. Wenn ich mal kurz kontrollieren. German Polutny, nö. Sein nächster Halt ist bei uns. Und ich sehe schon, der hat schon Spaß mit den Langsamfahrstellen da hinten. Aber ich höre ihn schon so ganz leise in der Ferne. Das ist eine Seltenheit. Dieseltraktor. So, das ist schon ein bisschen unterwegs. Das müsste eigentlich jeden Moment auftauchen. Ich habe die Anzeige hier links unten übrigens geändert zu Ankünfte. Nicht Ankünfte, zu Abfahrten. Ich glaube, das ist ein bisschen feinere Ansicht. Einziger Nachteil bei der Ansicht ist, wenn der Zug hier endet, dann glaube ich, sehen wir das hier nicht. Hätte man halt bei Arrivals gesehen. Aber ich glaube, so macht es ein bisschen mehr Sinn. Von den Uhrzeiten her, sagen wir 18.30 Uhr. So, da ist er, der Kollege. Oh, der macht wieder seine T-Pose hier hinten. So, herzlich willkommen. Das Signal schon mal zurücknehmen. Ach, der ist schon niedlich. Boah, kannst du ruhig mehrere Varianten davon haben. So, dann der mal weg. AR1 Südle. Was war das für ein G? Ja, passt. Und wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Bisschen blöd mit der Brücke da. Oh, wir könnten rausgehen. Ja. So sehen wir ein bisschen mehr. Ist echt ein bisschen gemein mit der Kurve hier für die Züge. Ah ja, übrigens, alle Gleise sind über 700 Meter lang. Also da braucht ihr mal keine Angst mit der Zuglänge haben bei keinem Gleis. Genauen Zuglänge stehen im Form-Eintrag drin. Wenn ich daran denke, werde ich den entsprechend in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr das selber nachlesen. Aber da gibt es nichts zu Kurzes. Jetzt ist 32, jetzt hätte er eigentlich Abfahrt. Kollege, abfahren. Traut er sich nicht? Ne? Andere Zeitzone, Slows. Ah, jetzt. Hab schon die Türen gehört. Gut, dann kann man hier sagen, abgefahren. So, einmal nach Wola. Die Porrit. Wunderbar.
ist einfach zu klein für die Station. Gut. Wo warten denn unsere Züge? Lapano, Alexander Kajerski, Drobzinek, Biala Sodeka gleich zweimal und Tarkovice. Ja, wunderbar. Nö, angenehme Fahrt. Der Sound passt eigentlich gar nicht mehr. Weil das Signal fliegt nicht mehr von allein zurück. Was cool ist. Muss man selber machen. Gut, dann obligatorisch einmal gute Fahrt. Damit nach oben, gab keinen Unfall. Bin stolz. Schauen wir mal den Fahrplan. Kommt da wieder einer? So, was ist mal von der anderen Seite? IS nach RS. So, dann werden wir hier mal wieder zurückbauen. Die Dinger sind so super. Stellt euch mal vor, wir haben nur diese Kollegen und dann ständig diesen schrillen Sound. So, soll ich hier drin? Na gut, da habe ich ja eh auch gar nichts gemacht. Gut, SWR, was los? 12.01, 12.01. Den habe ich, aber noch nicht bei mir. Okay, gut. Also, liebe Leute. Geht mal wie üblich und cut, bis wieder Action angesagt ist. Ja, da hört sich schon wieder. Es ist Zeit, dass geklingelt wird. Das ist vermutlich Paro. Ja, Paro auf IS. Paro Slug RU. Moment mal. Ja, ich wollte gerade sagen, das glaube ich war gerade falsch. Weil er kommt von Kagi rein bei Paro. Jetzt ist richtig. Haben sie gut gemacht. Okay. Also, von IS nach MA. Das ist die einfachste Fahrstraße überhaupt. IS. Gehen wir mal in diese Station hier rein. IS. Wir machen Einfahrt auf die 2. Auf die 2. So. Wissen dafür. Auf die 2. Der Riegel 1 zu 3. Das machen wir doch. 3. Die 1. So, KF die 2. Schuss und Schuss. Leider sind jetzt ein paar Züge flöten gegangen. Ich habe jetzt extra die Uhrzeit nochmal erweitert. Spawnt ist auch keiner. Das ist eigentlich schade. Das ist natürlich ideal, wenn ich so ein Video mache, wenn dann halt nichts los ist. So, und dann haben wir Signal E nach MA. Aber wirst du auch nicht sehr viel brauchen, denke ich mal. Einmal Riegel 3. Wo ist er denn? 4, 2, 3. So, da. E, MA. Das war's fürs Erste. Durchfahrt geplant 19.11 Uhr, wir haben es jetzt 19.01 Uhr. Hat 3 Minuten Verfrühung. So, der interessiert uns nicht. Ne, ich probiere es gar nicht auszusprechen. Nach der Station, die mit S anfängt, Anschluss TM. Gut. Dann warten wir mal planmäßig, also was planmäßig, mit seiner Verfrühung ist am 8. nach da. Wenn er dann da ist, kümmern wir uns dann um die Weiterfahrt. Also, bis dahin, erstmal ein kleiner Cut. So, dann, unser Kollege ist da. Einmal mit Dom. Einfahrt hat der gute Kollege. Wir kümmern uns jetzt gerade mal um die Ausfahrt. Jetzt kommen wir die Fahrpläne dazu. Also, S irgendwas auf TM.
So, ist irgendwas auf TM? Einmal verbinden. Mit der mal annehmen. Das wäre super und ist angenommen. Sehr gut. Nochmal Signal I. ZTE. MA ist richtig E. Wunderbar. Du bist da oben, du bist oben. So, musste es. SWDR hat jemand geschrieben. Geht uns nichts an. Okay, wieder eine sehr einfache Fahrstraße. Schade. Da werde ich euch mal ein bisschen Action zeigen und dann kommt einfach nichts. Jetzt sitzt es ja 3, 4, 5. Zweimal Güterzüge dabei und kein einziger Zug. Schaut euch das mal an. Tut ihr halten. Die einzige Spassität, die wir hier haben, ist der Güterzug, der mit Verfrühung reinkommt. Ist aber so gar kein Problem. Und wenn ich mir das mal kurz anschaue, 1936. Ja, der wird bei mir nicht früher einfahren können, nicht wirklich. Und die Verspätung von MA, nachdem es der einzige ist, der von MA kommt, ist auch stressfrei. Tja. So ist es halt in TD2. Man kann das nie vorher irgendwie berechnen, wie viel los ist. Und da gibt es dann halt leider Leute, die machen dann zwei Stellwerke und mehr. Das, also ich weiß nicht, so grundsätzlich, ne? Ich finde es nicht gut, wenn Leute zwei oder mehr Stellwerke machen. Weil es kann klar am Anfang gut gehen, gerade wenn wenig los ist, aber sobald die Verspätungen kommen oder irgendwelche Ausfälle oder Sonderwünsche oder die Leute spawnen auch noch rein und beide Stellwerke sind am Dampfen mit SWDR-Stress, dann habe ich bis jetzt das noch nicht einmal erlebt bei irgendjemandem, dass das dann gut geendet ist. Also überlegt euch das sehr gut, ob ihr zwei Stellwerke zeitgleich machen wollt. Und wenn dann das zweite ein sehr kleines und dann wirklich nur mit guter Erfahrung, weil das TD2 kann sehr stressig werden. Und das fast in jeder Station. Mag sie noch so unscheinbar sein. Da ist er. Er macht auch seine T-Pose. Wunderbar. Ne? Machst du Klack? Komm schon. Dankeschön. So, anderes Stellwerk. Ja, jetzt kommen die Farblinie. Jetzt haben wir einen ROJ, der bei uns enden wird. Von MA aus. Der da. 21 Uhr, der nächste. Das ist eine ganze Stunde dazwischen. Naja. Sehr gut. Dann wünschen wir ihm mal alles Gute. Wenn ich in Gleisen mal den langsam vorstellen, dann bin ich glücklich. So, wollen wir schnell abstempeln. 2 Minuten Verspätung durch. Ich glaube, die Zug auf da schnell kopieren. Station mit S. Wo ist es? Station mit S, 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 S. Da, Trischler. Porridge. Was zu. Perfekt. Arbeit erledigt. Gut. Dabei nach oben nicht vergessen. Mal ganz kurz den Vorplan. Nächster Zug um 19:36 Uhr. Jetzt kann ja gern mal einer hier spawnen. Und ich habe sogar einen Discord-Status da drin, dass ich hier aufnehme. Zu der Hoffnung. Vielleicht kommt jemand rein. Oder will durchfahren. Eins von beiden. Ja, gut. Es gibt wieder Cut für euch, bis wieder was zu tun ist hier im Stellwerk. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder.
Ja, schauen wir mal rein, wie es im Fahrplan so aussieht. Der MPI 64192, 8 Minuten Verspätung. Aus Richtung S nach MA, das gleiche, was wir schon hatten. Dann haben wir hier diesen MPE mit 14 Minuten Verspätung. Der kommt jetzt dann 19.53 an. Und dann haben wir hier noch den ROJ planmäßig um 19.54. Aber der Post B hat eine höhere Prio als wie der Regionalzug. Er wird warten müssen, so wie es aussieht. Wobei, jetzt sind schon 14 Minuten. Er braucht noch ein bisschen. Mal gucken, wenn die Verspätung zu krass wird, dann lassen wir den ROJ rein. Und ansonsten nochmal ROJ, TME. Und wir müssen eigentlich nichts wirklich machen, weil die kommen uns alle hier von der Zweigleisigen zum Durchschicken. Ist jetzt gerade nicht so spannend. Gehen wir mal ein anderes Stellwerk rein. Können wir gerade das gleiche wieder machen? Was war das hier für Signal? K. Core of the 1. So. Und dann haben wir die Einfahrt für den Kollegen. Da werden wir dann, sorry, fragen, wie es aussieht mit der Weiterfahrt. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde jetzt hier kontinuierlich aufnehmen. Aber wenn jetzt hier die Fahrstraßen soweit langweilig sind, wenn da jetzt nicht weiter was passiert, dass ich die einfach nur so durchstieg, wie ihr das jetzt gerade schon vorhin gesehen habt auf der Strecke, dann glaube ich, schneide ich das raus. Das ist dann, glaube ich, auch nicht das Spannendste. Außer es ist ein spannender Zugverband mit dabei. Oder wenn jemand eingleisig kommt, beziehungsweise hier spawnen will. Ansonsten wird es ein bisschen Fahrt. Glaube ich. Also, ich würde es mir trotzdem mal gucken. Ja. Oh, ich sehe gerade. Da geht die Treppe hoch. Wo geht's denn da hin? Easter Egg? Fragezeichen? Nö. Außer das hier. Das ist bestimmt gute Verbindung da, ne? Ja. Also hier ist ganz viel nichts. Da ist die Straße. Da hinten ist Dorf. Ich meine, immerhin haben wir nicht diesen Magic Wald hier, sondern Hügel. Schade. Das wäre ein guter Platz gewesen für ein Easter Egg. Wir könnten ja bei der anderen Station nochmal gucken, ob es da sonst noch was versteckt gibt. Wo ist ja nicht der offizielle Eingang hier? Eingang? Ach, da. Gut, gut. Das war das. Ich schreibe mir das schon mal vor. Ist sorry, free for delayed. 64192. Fragezeichen. Okay. Sorry. Da haben wir unseren Simrail-Spezialisten wieder. Gut, da waren wir drin. Aber ich muss mal hier SWDR neu laden. Hier wieder diese blöden Texte hier drin, die nicht verschwinden. Kann aber auch ein Taper Monkey liegen, was auch diesen Dark Mode hier enabled. Was ist da los? 641 abgefahren. Plus 6. Wir könnten mal kurz gucken, ich hoffe, das geht. Oh ja, das funktioniert. Sorry. Nein, das will ich nicht. 144 hat er hier schon. 1933, 1953. Wir sind einer der letzten Züge dann. Okay. Gut, also, liebe Leute, kleiner Cut für euch. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann, unser Kollege ist da. Hallo. Moinsen. Sorry. Ja, mal kurz fragen. Gut. Also rein vom Ton her, was ich da schon höre. Ich tasche eine EP09. Ist frei. Ist frei. Sorry, RB. Gut. Z, sorry, RB.
Also, also. Der Kollege ist nicht am Halten. Wir machen das gleiche Spiel hier nochmal. Das war Signal I. I auf MA. So ist natürlich ein bisschen monoton. Perfekto. Ja, also ich meine, ihr seht es da. IS, MA, MA, IS, IS, MA, MA, der hier endet. Er ist vielleicht noch ein bisschen spannender. IS, MA, IS, MA, MA, IS, IS, MA. Großartige Verspätung haben wir halt nur die da am Anfang, beziehungsweise den einen, der jetzt dann gleich mal kommen wird. Was sagst du für Warning? Ich glaube, das war Warning von mir, ne? Ja. Jo, überschaubar. So. Ne, kommt er gleich. Es klingt zumindest schon recht nahe. Ja, ist er ja. Ja, ist auch wieder bunt unterwegs. Und diesmal keine Depots. Schön. Er ist wirklich bunt unterwegs. So, drei. Rein ins Hauptstellwerk. Aber auch falsch. Sind beide gleich wichtig. Ah, klingelt der nächste. Was ist diesmal? MA Otsuboko. Was jetzt schon? 1954. MA 1953. Ja, gut. Ha, oh, der hat sogar grün dabei. Der mit rum. Gut, Abfahrt melden. 6 Minuten Verspätung. Mal kurz die Nummer kopieren. So, Deported. Blue 6. Erledigt. Passt. Passt, passt, passt. Nehmen wir das hier zurück. So, und Wokobi, der tut hier enden. Da können wir jetzt was anderes machen. Der fällt auf Gleis 3 ein. Das können wir eigentlich lassen. Jo, was los? 10838 departed. Okay. Das wäre Signal B auf die 3. Was jetzt noch genau alles? 9, 11, CD und RG2. 9. RG2. Wird 9 negativ. 11, CD. Das können wir lassen. Was war es nochmal? B. B, FD2. Ne, Moment. B, FD3. Doppelprüfen. Ja, passt. Vom Root MA B. Das wäre dann B2. Weiter abzweigend. Kann ich auch hier stehen. Ja. So, das passt. Fährt da unten rein. SWDR, was los? Also, ja, also DK. Interessiert uns nicht. Wir müssen nur schnell ins andere Stellwerk. Das nehmen wir hier wieder raus.
den Rest lassen wir. Bei ihm sagen wir noch gute Fahrt, auch wenn er so schnell fährt. Gleisen auf eigene Gefahr. Und gut ist. Gut. Dann gibt es noch wieder einen kleinen Cut, bis hier wieder Action angesagt ist. Bis gleich. So, der Zug ist schneller da als gedacht. Sagen wir ihm einmal hallo. Welcome to Arcadia. 10838. And. Ja, wunderbar. Wobei, eigentlich nicht ganz. Hätten wir noch einen Pull mit Zug. Ah, nee. Jetzt nicht. Ja, der wird jetzt vermutlich nur 2-3 Minuten brauchen, bis er da ist. Theoretisch um 54, jetzt haben wir 47. Die Langsamfahrstellen sind ein bisschen gemein auf der Strecke. Und auf der anderen Seite kommt ein Güterzug rein. Das habe ich jetzt mal nicht aufgenommen. Genau das gleiche wieder, der fährt hier durch, kommt von Haro. Ist der da? Wenn da ist, schickt man gerade weiter auf Tarkovice, hat 3 Minuten Verfrühung. Eigentlich um 48 soll er da sein. Das stimmt was mit der Zeit nicht. Gut. Anyway. Wir haben Zeit. Södere. Unser Kollege taucht da hinten auf. Leck Gippel. Schön. Das ist der 101699. Sagen wir mal hallo. Da muss ich mal kurz Tarkovice anfragen, wie es aussieht. Tarkovice. So. Kümmere mich gleich drum, wer da klingelt. Klingeln tut Alexandro Kojaski und MA, das ist ein ROJ. Ja, der muss warten. Gut, Kobo. Komm. So, Tarkovice KW ist frei. Tarkovice. So, es war Signal I. I auf MA. So, den Kollegen abstempeln. Ja, doch noch ein bisschen was los hier. AR1. So viel Aufregung auf einmal. Das ist jetzt nicht schon durch, oder? Nee. Dachte schon. So, einmal Plus für ihn. Könnten... Soll ich das Abweichen drin lassen für die Verspäteten? Ich würde schon sagen, hä? Bleibt er bei mir stehen? Nee. Von Emma, ja, da kommt dann auch ein anderer von MA. Wir machen das gleiche wieder. B. B, B, B auf die 3. Gut, hier auf die 3. Güterzug ist da.
So, SWDR. F-Gut Kobo. Gut. So, Nummer von dem kopieren. Tarkovice. Perfekt. Tarkovice, wo bist du in meiner Liste? Da. Horrid. Plus 5. Ich glaube, das ist richtig gesagt. Ja. Plus 5. Das war Signal E. Lassen wir die Fahrstraßensperre drin. Das passt. Ist da irgendwas? Nee. Okay. Dann sehen wir uns, wenn hier wieder was los ist. Bis gleich. So, dale. Der 24485 ist da. Von Willich Hobo kommt auf der ES auch einer. Dann gebe ich gerade mal die Einfahrt. Gehen wir mal kurz auf AR. So, Lublinek. Da, frei für den Delayed Trainer. 20:05 Uhr. Lublinek. Oh ja, geil. Der ist auch am Enden. Mensch, heute habe ich Glück mit den verspäteten Zügen. Ich gehe davon aus, er sagt gleich ja. Ja, er sagt ja. IS. Lubnik. RT. Hat angenommen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt bei der Station was anderes machen. Der fährt nämlich jetzt von H aus. H auf ES. H auf ES, 23B. Das passt jetzt nicht. 23B. Ach so. Liegt es daran, liegt es an dir? 23B, wäre schon richtig. Ja. Was hier los? Fünf, zwei, null, eins. Jetzt bin ich gerade überfragt. Vermutlich wegen der Einfahrt, aber. Route ES. Jetzt nichts falsch. Die 2. 2 auf die 3. Und ist dann H. Okay, wir schauen gleich mal weiter. Ja, und schon bin ich auch wieder da. Das war jetzt keine Sekunde. Der 458 ist da. 458 nach Jamin LK. Der bleibt hier stehen. Und 20:08 Abfahrt. Jamin LK auf MA. Jamin LK. Gut, hätten wir das.
Einfahrt. Dass ich da die Fahrstraße jetzt nicht machen kann. Ah, 23 Spiel. Bist du da? Du klingst zumindest ziemlich nah. Ja, da sehe ich schon die Lichter. Kommen Sie rein. Er ist jetzt natürlich langsam unterwegs, nachdem ich ihn abzweigen geschickt habe. So, magst du mich jetzt? Immer noch nicht. Warum nicht? Wieso nicht? Also, du bist noch nicht zurück. Ah, ich will jetzt keinen schriftlichen Befehl machen. Wer klingelt jetzt? Keiner. Das gibt's doch nicht. Jetzt klingelt wieder einer. Alexander Kojaski. Und Schlack von IS. Ja. Jetzt ist was los hier. So, machen Sie mal frei hier, bitte. Okay, mach mal bitte Klick. Jetzt. Lässt du mich jetzt? Ja, wow. Ah. Okay. Nochmal kopieren von dir. So, plus 28. Nach Lublinek. Die Hard Edge. Plus 28. Ah, scheiße. Vieh. Vieh-Signal EMA. Sorry. E5. So, nach Chermin. Aber ja, doch noch ein bisschen Action hier. So. Und 142 ist unterwegs. Dann nach oben, wunderbar. Und E können wir wieder zurücknehmen. Und das nehme ich mal kurz zurück.
Also, schauen wir mal. Von ES kommt Luck. Der von Luck. Nichts Bester tut hier enden. Okay. Machen wir das bei dir mal ein bisschen anders. Oh, scheiße. 50-101. Der hält hier. Dann machen wir den zuerst. Du fährst auf die 1 ein. Von B auf die 1. RG1. So. Halle. B auf die 1. Sehr gut. Jetzt nochmal die andere Seite. Warte mal, ich mach das mal hier kurz anders. Warte mal, wo bin ich hier? Ja, hier bin ich. Ich möchte, dass du auf Gleis 4 von K fährst. Ne, Moment mal. Das passt. So, komm. Gleis 4 auf K. K, 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 4. 21, 2 und 3. 21, 2 und 3. So, drei. Das wäre Kraft. Was habe ich jetzt falsch? K auf die 4. Warum nicht? Hä? Was ist denn jetzt falsch? RG4. Hier B auf die 1. Ist wieder der RG4. Ach so, ja, warte mal. RG4, WK4 und 16. So. AR1. Das habe ich übersehen. Gut. 9142. Wer wollte was von mir? Wenn wir 5 B released. 5520. MA. Der von Alexandro Kujaski. 50-101. Zu viel los hier auf einmal. Der ist ja weg. Ah, ich mag das nicht, wenn hier so viel los ist. Da werde ich gleich ein bisschen ruhiger, ne? Ja, ich tue mal unseren Express schon mal abstempeln. Dann ist er weg. Aber wer klingelt? Okay, keiner klingelt. So, Kollege. Gas geben da hinten bitte.
50101, Biala Sudeika BW. Ich kann schon mal sperren. Biala Sudeika BW. Sudeika BW verbinden. Einmal Hallo sagen. Hat angenommen. Machen wir noch schnell die Ausfahrt für ihn. Da ist unser Express. Signal G. Oder so irgendwas? Nee. Ist gelockt. So, Kiebel. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Auf die Strecke. Gut, Block ist frei geworden. Auch das nehmen wir wieder zurück. Da ist unser Express. Perfekt. Signal G. Hab schon drin. Ist ja alles im Lot. Free, ja, ist free. So, 50101 ist weg. Mal gerade mal melden. Plus 1. Biala Sudeika. Parted. Wie viel? 6. Biala Sudeika. Plus 6. Erklingelt jetzt. Naklo. Ja, rein mit dir. Der Naklo-Zug tut hier enden. Das ist ein. Bist du? Anschlussbedienfahrt. Sag mal, tust du hier mit der Kupplung rumspielen? Klingt gefährlich. Okay. Der Naklo-Zug. Schickt mal auf die 5. Okay. Das heißt B auf die 5. B auf die 5. 9, 11 und 2. So, dann 9. Ah. 11 und die 2. So, hier auf die 5. Andere Seite. Da ist noch G offen. Das wollen wir aber nicht. G nach IS. Gut, bitte. Kommt von IS was gerade? Nee. Das heißt, ich kann jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Um 21:04 Uhr kommt der nächste nach MA. So, ja.
Ey, macht das Kiri? Die ganze Zeit höre ich die Kupplung da hinten. Ist das ein Bug oder ist er da am Rumspielen? Ich bin dann einfach 30 Minuten. War doch mal länger mit Chili Express. Dafür ist er da. Ja gut, oh mal. Express 160. Ich schicke ihn mal aufs Eingleisige. Das RS. 30 Minuten. Das ist ein schlechter Fahrplan. Das ist auch ein schlechter Fahrplan. Der ist besser. Das kommt sogar hin. Na dann. 30 Minuten hat er gesagt. IIE. Lack GS. Ist Lack GS. Free 4. 1, 4, 2. Machen wir das mal. Einmal Lack gesoffen. Lack, Lack, Lack. Troublemaker. So, und erst. Müssen wir mal kurz gucken. Von unten haben wir noch Kofferstraße gemacht. Das ist F nach RS. FRS 1, 3, 10 und 12. 1, 3. Wo ist die 10? Und die 12. So, einmal Minus. Reicht das schon? F nach RS. 1, 3, 10, A, B, 12, 3 und 4. Was ist falsch? RG 3 und 4 hätten wir. Was findest du jetzt uncool? Irgendwas auf der anderen Station. Machen wir mal. Was habe ich hier eingestellt? K auf die 4. Machen wir nicht. Was? Musst du nicht, Kollege? So, jetzt. Jetzt mag er mich. Red sagt Free. Lack GS auf RS. Hätten wir da jetzt auch mal einen Zug. Ja. Verbinden. Warten, bis er zusagt. Und hat zugesagt. Also, das wäre noch CDF nach RS. F2. Jeder fährst du früh ab, ne? Schön stehen bleiben. Da, anderer Dude ist da. Bitte. Macht auch. Sehr gut. Das sind 101 und 102. I don't have 101, 102. Kann man gleich mal fragen, was er da jetzt gleich vorhat. Oh Mann. Das hat mir jetzt noch gefehlt.
So, eine Minute noch. Also, literally, ich hab das nicht. 15, 13, 16, 18? Keine Ahnung, wo er da hin will. Höchstens da oben irgendein Gleis. Naja, das könnte das Industriegleis da hinten sein. Der Kollege ist abgefahren. Parit. Ciao Express. Es war F. Und tschüss. Okay, liebe Leute, es gibt mal kurz einen kleinen Cut für euch, bis der andere Kollege da ist und dann schauen wir mal, was da er so was ich hat. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr ein bisschen Spaß verpasst. Der eine Zug, der mit der Anschlussbedienfahrt, der hat abgekuppelt und ist jetzt da hinten reinrangiert. Da habe ich zwei Wagen gespawnt. Er hat mir einen Spawnbefehl dazu gegeben, aber der hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt stehen halt zwei Wagen hinten drin. Er wird jetzt vermutlich wegziehen, ein bisschen rausziehen, soll ich jetzt wieder spawnen, die dann ran und dann wird er die ankuppeln wollen und dann vermutlich weiterfahren. Währenddessen kommt noch ein Express rein. Und zwar der 1521. Und ich sehe gerade, meine Anzeige funktioniert wieder mal wunderbar. Ich muss den mal aktualisieren hier. Ja, die funktioniert super. Jedenfalls kommt der jetzt dann demnächst rein. Es ist der da von Gutkovo, fährt nach Lisko. Und der andere Zug, der ist immer noch nicht aufgetaucht. Naja. Glück habe ich nicht. Gutkovo kommt. Und jetzt macht er da unten erstmal sein Zeug. Und wenn es dann wieder spannender wird, würde ich sagen, komme ich wieder rein. Also wie gesagt, er hat das ein bisschen rumrangiert da hinten. Ja, das habt ihr jetzt quasi verpasst, beziehungsweise die Rumprobiererei mit dem Befehl. Aber nicht allzu schlimm. Wenn er dann wieder hier rauskommt, dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. So, hey, es ist wieder am Klingeln. Der Express ist gerade verspätet ausgefahren. Ich tue das gerade mal zurücknehmen. Der eine Güterzug ist gerade wieder in die Station reingefahren. Ich habe gesagt, Gefahrengutzug Galaxy Universe dafür einfahren. Weil Gefahrengut darf der nicht auf dem Perron fahren. Und weil das hier alles Perron ist, darf der nicht in die Station einfahren. Geil! Ja, okay. Das ist doof. Okay, der 55201. Das steht bei Signal H. Signal H, nur mal so gucken, bei 23B. So, nochmal kurz gucken. Provisorisch sperren. H. Okay. Detached. Okay, machen wir das so. Wenn er das so machen will.
Ja, es müsste alles passen. Ha. Galaxy Universe, keine Info. Ah, das kommt gut an. Er muss auch nur nach RS fahren. Kann ich erst dann einfahren lassen, wenn ich die Ausfahrt habe. Ach Mann, das kommt geil. So, er muss dann auf das unterste Gleis. Oh, scheiße. Warte mal. Nee, passt. Alles gut. Falscher Alarm. Mal ein Plus-Plus. So, dann ein... Das war dann die 22 da hinten, ne? Das ist Signal J. Da war es die 22. Oh, scheiße, 23. Junge. Ach so, weil ich das hier gemacht habe. Oh, das müsste jetzt abzweigend sein. Jetzt gucken, 22. J. 22, 23 B. Hä? Und sieht gut aus. Ich hasse solche Manöver. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es schon cool. Aber da muss man aber extra mal nachdenken, was man hier für Weichen dann umlegt. Ich glaube, das ist mal so eingestellt für ihn. Galaxy Universe 21:30 Uhr. Ich glaube, ich werde schon mal vorschreiben. Sidre ist auf 3, 4, 1, 2, 5, 8, 6, 8. Und ich lasse den auf Gleis 1 dann einfahren. Das heißt, ich kann dann... Ah, Gleis 2, glaube ich, ist es. 2. E nach RS, das kann ich schon mal voreinstellen. E nach RS, 1, 3 und 3. 1, 3... Den Wicker können wir eigentlich mal wieder zumachen. Ja, G3. So, I nach RS. Das wäre das. Okay. Was willst du? Chairman, intercept mich. Gut, gut, gut. Ich frage erst an, wenn er da ist. Da ist er auch da. So, Süftzün. Nö, das sind ja 4, 4, 1, 2, 5, 8. Nö. Ui, erstmal keine Einfahrt. Ausfahrt.
Es wäre gerade nach Penang, ich sag Bescheid. Oh, alles klar. Gut, dann wird er hier erstmal rumstehen. Fürs Erste, ja. So. Kollege Anschluss Bedienfahrt. Das ist das erste Mal, dass ich so jemanden jetzt hier habe. Kommt einer von MA? Ne, die kommen alle von IS. Na? Kriegst du es gezogen? Na, kurz die Weichen doppelt prüfen. Da ist alles gut. Sag mal. Da ist doch... Ist da was Falsches? Mal kurz im Plan gucken. Aha. Nee, doch, okay. Nee, passt. Plan ist richtig. You attach and want to push full limits to this. Okay. Er will nochmal komplett zurückpushen. Das heißt. C. Das wäre dann, glaube ich, 11D, glaube ich. 11CD. Jetzt schon. Ne, das war falsch. Beziehungsweise, warte mal. So dann, ne? Das ist richtig. Gut. Der WK tun wir wieder raus. Clear to pass signal C2 to continue. Ja, nochmal doppelt prüfen. Ja. Interessant. Hör jetzt die vollen Reim. Ah, jetzt was steht, was er davor hat. So, Galaxy ist da hinten. Sieht ja gar nicht mal so gefährlich aus. Lass ich mal drin. Vielleicht vermutlich später noch. Oh meine, er ist da. Tun aber noch hier noch warten. Währenddessen können wir uns den hier mal angucken. Das ist ja richtig. Yes. Ja, ist eigentlich schon nur cool, wenn Leute sowas machen. Ich meine, jetzt geht's ganz gut. Nicht so stressig. Da hinten? Auch noch alles tut die. Jetzt wäre ein Raketenbegleiter nicht schlecht, ne? So, was haben wir denn? Anschluss GB ist jetzt frei geworden. Oh, geil. Suffzün GB auf RS, ne? Ja, RS.
Wo haben wir es denn? Gebä. Hä? Wo ist es hin? Also, halt falsch. Da unten verbinden. Entschuldigung. Und Ed klingelt. Sehr gut. Dann AR1. Du bekommst die Einfahrt. Jetzt noch J drin. K auf die 1 war das hier, ne? Ja. K auf die 1. 1 und 3. Das wäre das. Und einmal E. Hier habe ich schon eingeloggt. E nach S. Perfekto. So muss das. Falsche Stellwerk. Ja, ein bisschen blöd, nachdem in die Gegenrichtung das auch alles mit Perlen ist. Ich meine, ich hätte ihn ja auf 5 schicken können. Es wäre noch eine geile Ausfahrt gewesen von C nach da runter. Aber da steht ja unser anderer Kollege. Gott sei Dank ist jetzt hier gerade nicht Stress angesagt. Ach, da hinten sind die gefährlichen Sachen. Muss er da drin schieben? Oder Rohre? Ne, das sind Schienen. Oh, will sie nicht gerade mehr da lassen, weil ich hab da so Lasen so. Na, da kommt noch mehr. Und Container. Alles klar. Gut, gehen wir zum Spektakel mal von hier. Ja, wobei, bis er da ist. Gebt schon mal einen Daumen nach oben. Wenn der jetzt sagt, er würde gerne da vorne ankuppeln. Ja, das geht. So, das war die Auflösung von IS, wo der Galaxy gerade hergekommen ist. So muss das. Ich wünsche noch eine angenehme Fahrt. Ja, doch. Schöner Zugverband. Gefällt mir. Du eigentlich Galaxy. Erstmal kurz abstempeln. Und schnell die Nummer kopieren. Mal schnell nachgucken. Oh, 2000 Tonnen. Ja, gut. Ist abgefahren. Jetzt direkt an die Empties ran. Das heißt, der Kollege. Clear to proceed. Station. Das way back in a minute. Was fragst du, Kollege, wenn du eh erst eine Minute Pause machst?
So, was ist mit dem anderen Zug? Der fährt nach ISMA. Das heißt, das von Galaxy können wir gerade wieder umbauen. Also das kann man lassen. Das andere lasse ich auch. Aber das tun wir wieder zurückbauen. Das brauchen wir nicht mehr. Bitte einmal wieder auf die Plus. So, das war dann der hier. Der hier. Der hier, mein Tisch. Ich glaube, ich war einer zu viel. Das ist noch richtig. Da habe ich, glaube ich, jetzt den mitgenommen von B. Okay, go. Ja, dann macht es. Gut, ich würde mal sagen, ich mache hier meinen kleinen Cut. Der wird jetzt hier noch ankuppeln. Und dann gibt es noch einen Fahrplan. Den werde ich noch erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, da, unser Kollege will direkt noch bis Zwitschner. So einen Fahrplan habe ich gemacht. Bis Zwitschner hat auch gesagt, er darf losfahren vor der Zeit. Und jetzt lassen wir ihn nochmal ausfahren. Das heißt, von D auf MA. D auf MA 47911. CD. CD und 479. So, das war die 9. Und die 4, glaube ich, bist du. Ja, genau. So. Was habe ich jetzt gesagt für Signal? Die 7. Was ist jetzt uncool? Ach so, der WK. Ach so, und die 7. Ganz vergessen. So, jetzt aber. ID, so, D. Kontrollieren ist D. CDE nach MA. Und here we go. Und da hat er Abfahrt, unser Kollege. Sehr schön. Sehr gut. So, einmal abstempeln. Und Sachen. Der ist abgefahren. Got it. Ja, doch. Unverhofft kommt oft. Kann ich gerne öfter machen. Ich glaube, beide Stationen sind so richtig busy gewesen. Dann wäre es ein bisschen mehr gewesen, aber das hat jetzt gerade richtig gut gepasst. Da haben wir jetzt Gott sei Dank im Video mal ein paar Sachen dabei, die vielleicht ein bisschen unüblich sind, beziehungsweise selten vorkommen. Gut, ich weiß gar nicht, wie lang das Video jetzt schon sein wird. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele ich jetzt schon aufgenommen habe, aber dürfte schon ein bisschen länger sein. Ich habe noch einen Zug. Das ist der Kollege da, der schon 18 Minuten Verspätung hat. Ja. Der war ich noch selber. Ich meine, der fährt einfach nur straight durch. ESMA. Da, wo der jetzt gerade hinfährt. Aber jetzt ist es nicht mehr sehr spannend. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Anregungen habt oder sonstige Kommentare, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann bis bald hier in Train Driver 2. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.